Am Chillen, weil ich habe heute nichts zu tun und ich bereite mich jetzt nur auf den, ich muss glaube ich nur einkaufen fahren, genau, heute war nur Hundefutter einkaufen. Ich bereite mich auf jeden Fall jetzt schon auf den nächsten Sturm vor. Levante kommt wieder und diesmal 4 Tage. Das heißt also, schaukel, schaukel, schaukel oder ich stelle mich halt woanders hin, das muss ich noch gucken, wo der geeignete Platz hier in der Nähe ist. Dass ich auch mit denen noch was laufen kann. Ja, und dann ja, räumen wir noch ein bisschen auf. Und das war's für heute, ne? So kann der Montag doch starten. Und dann Bausi. Später. Hallo Leute! Es ist wahnsinnig windig! Haltet euch die Ohren zu! Ich höre auch nichts mehr! Tja, eigentlich wollte ich jetzt schon längst schlafen, aber wie ihr seht, das ist die Realität. Es war ein wunderschöner Tag, auch gestern, aber es kommt halt immer wieder. Ich kann es nicht beschreiben, aber wer es genauso fühlt wie ich oder hat wie ich, Depressionen sind nun mal da und die gehen nicht einfach weg. Egal wie viel man daran arbeitet oder was man macht und fühlt und
tut und Schönes erlebt. Das ist die Realität. Ich lag jetzt eine Zeit lang im Bett und wollte schlafen. Mein Schlafdress ist an, aber es geht nicht. Früher habe ich nie darüber gesprochen oder gezeigt oder ja, wem auch. Ja, und jetzt zeige ich euch das einfach mal, wie das so ist. Bei beschissenem Licht und ich sehe scheiße aus. Aber so ist es nun mal. Ab und zu. Es fing irgendwie an, ich habe hier bei Kerzenschein ein bisschen YouTube geguckt und keine Ahnung. Es kommt einfach auf einmal ein Bild, ein Gedanke, eine Vergangenheit. Und dann spielt das alles immer wieder ab. Gerade ist es sehr, sehr extrem, muss ich sagen. Also das ist jetzt hier umgeschnitten und alles. So ist es nun mal. Nadine sieht nicht immer lustig, nett und witzig und süß aus, sondern kann auch mal dieses zeigen und will auch dieses zeigen, weil ich denke, unter vielen von euch, die mir folgen, ob jetzt bei YouTube oder bei Instagram, vor allem bei Instagram, wissen, wie das ist und ja, können das verstehen. Verstehen ist immer so eine Sache. Viele verstehen das nicht, die das nicht kennen oder die das nicht haben oder die das nicht fühlen oder keine Ahnung. Aber darüber sprechen ist auf jeden Fall besser, als es nicht zu tun. Jetzt gerade lag ich die ganze Zeit im Bett hinten und geheult, geheult, geheult und die Bilder, die hören einfach nicht auf. Du willst schlafen und die Bilder hören nicht auf und oh Gott, ey. Das fängt an von Kindheit bis Jugendalter, erster Freund, Eltern, Hund, Pferd, was ich hatte, alles, was man denkt, was man falsch gemacht hat oder was nicht richtig gelaufen ist und ja, ob ich allem gerecht werde und das alles richtig ist und obwohl man glücklich ist oder es besser macht und es ist besser wird, immer wieder kommt das, was jetzt ist. Und das ist hart. Und ich hoffe, ich kann, trotz dass ich jetzt wieder Schwäche zeige oder Schwäche habe, doch manche Leute vielleicht, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Weiß ich nicht. Ja. Und die kleine Maus. Ja, der geht's heute auch nicht gut. Auf jeden Fall weiß ich nicht, dass ich andere Leute einfach, ob das inspirierend ist oder so, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung gerade, aber es ist halt eine Momentaufnahme und so passiert es einfach manchmal. Dass ich halt nicht adrett aussehe oder süß und lustig bin. Das gehört dazu. Weil Depressionen, man kann daran arbeiten und daraus aus lernen, aber sie kommen immer wieder. Das ist einfach so. Und jetzt ist dieser Moment und ich hoffe, ich kann trotzdem, ja, dass manche Leute mitfühlen oder sich das, weiß ich nicht, sich wiedererkennen vielleicht und ich hoffe, ich bin trotzdem stark genug, indem dass ich das zeige, was ich früher eben nicht getan habe, dass es okay ist und dass das auch raus muss und eben automatisch immer wieder kommt. Obwohl ich mich total wohlfühle und alles momentan in Ordnung ist und ich mich hier wohlfühle, aber es ist einfach, es kommt und kommt immer wieder und du kannst einfach diese Bilder und diese Geschichten, die passiert sind in deinem Leben, du kannst die nicht abstellen. So ist es momentan.
Und ich versuche trotzdem stark zu sein für meine Hunde und morgen wieder aufzustehen. Und morgen ist wahrscheinlich auch alles wieder besser. Aber jetzt gerade ist es halt dieser Moment, in dem es gerade eben mega scheiße war. Aber jetzt, wenn ich drüber spreche und es für euch vielleicht ein bisschen sichtbar mache, was das ganze System mit einem macht oder die Vergangenheit und wenn man eben nicht die perfekte Kindheit hatte oder immer gut behütet war und vielleicht liegt es daran, bei mir vielleicht zum Beispiel, dass es so passiert ist und dass das einfach bei mir so im Kopf sich so gewendet hat. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe, ihr kommt jetzt gerade damit klar, was ich da erzähle. Mir tut es auf jeden Fall jetzt gerade gut, darüber zu sprechen. Egal wie ich aussehe, es ist mir völlig Schnurzpieps, weil so ist es und so fühlen viele Menschen auf der Welt. Und ich denke, durch diesen Virus-Krams umso mehr und man muss einfach ein bisschen darüber sprechen und zeigen, was darin steckt und dass man, trotz dass man glücklich ist und die meiste Zeit glücklich ist, trotzdem diese Momente kommen, wo einfach alles zu viel ist und der Kopf einfach macht, was er will und du kannst nichts dagegen tun. Also das geht alles an die Menschen, die mir schreiben bei Instagram, auch YouTube, die eben das Gleiche empfinden und die ähnlichen Probleme haben und damit nicht klarkommen. Und ich will euch einfach nur zeigen, es geht und sprecht darüber. Mir hat jetzt speziell nicht wirklich geholfen, dass ich Therapeuten hatte oder Medikamente genommen habe. Ich habe versucht, durch diese Änderung in meinem Leben damit umzugehen und damit zu arbeiten. Und ich versuche es immer wieder und immer mehr. Und es funktioniert auch besser als früher. Ich bin jetzt, sag ich mal, ich habe jetzt eine Nacht, dann bin ich halt so. Aber dann geht's auch wieder. Und nicht, dass ich 1, 2, 3 Wochen in diesem Modus bin, wo ich einfach nur traurig bin und nichts mehr schaffe und nichts kann. Das funktioniert schon besser als früher. Also ich hoffe, dass ich jetzt bei diesem beschissenen Licht und diesem Scheißaussehen trotzdem irgendwelche Menschen da draußen erreiche und euch zeige, dass es okay ist, wenn man einfach mal weint und das alles rauslässt und dass es auch gut tut, darüber zu sprechen. Jo, damit versuche ich jetzt einfach mal, ohne zu weinen, jetzt ins Bett zu gehen und entspannt zu schlafen. Macht's gut. So, ich habe mich jetzt ein wenig beruhigt. Ich weiß nicht, ob ich diese Sequenz und die davor, also ne, mit in das Video einfüge, weil es sind 10 Minuten, glaube ich, und wie es halt so ist, ne, ich weiß es noch nicht. Also wenn ihr das jetzt hier seht, dann habe ich es doch getan, weil Real Life und so, ja. Aber jetzt geht es mir schon wieder besser. Es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass ich wirklich wochenlang in diesem Modus war und nur geweint habe, sondern das ist mal so eine Abend, eine Nacht lang. Bitterliches Weinen und Bilder und so weiter. Und danach ist es auch wieder am Tag darauf. Sehe ich halt nur scheiße aus, aber es ist wieder besser. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen den Sturm. Outstanding for midnight. Hallo Freunde, so ich habe euch ja wahrscheinlich gerade gezeigt, dass der nächste Platz auch geschlossen ist, zumindest nachts zum Übernachten für Wohnmobile und Vans und alles, was damit zu tun hat.
Ja, der Sommer sieht sehr gut aus. Es ist Bullenhitze und die Plätze an den Stränden, wo es angenehm erfrischend ist mit Wind, werden nach und nach dicht gemacht. Ne? Und das heißt ja nicht, dass sie nur im Sommer dicht gemacht sind, die sind ja dann immer. Wenn da sobald da Schilder stehen, in der Form, ganz schlecht. Naja, aber wir gehen jetzt hier mal ein bisschen mit einer leichten Brise mal durch den Wald, weil da vorne ist es ein bisschen heiß und zum Strand ist ja immer dasselbe. Deswegen gehen wir mal hier. Da ist die Straße, da ist das Bär. Ja, und wer es noch nicht wusste, also im Süden, wo der Atlantik ist, hier wechselt oft der Wind, also die Richtung. Sprich, das eine, was vom Inland kommt, heißt Levante. Der ist sehr, sehr stark, also der kann locker 80 km/h und mehr wahrscheinlich. Und der kommt hier alle paar Tage, der wird auch jetzt wahrscheinlich ab morgen wieder da sein. Dann ist wirklich draußen am Meer, ist schon übel für die Hundis, also ist wie Schmörgelpapier an den Beinen und so. Und die andere Seite, die vom Meer kommt, das ist natürlich erfrischenderer Wind mit nicht so stark und auch ein bisschen, ja, diese Meeresfeuchte halt, ne? Der heißt Poniente. Und ja, wollte ich euch eigentlich auch nur erzählen, was es hier so gibt an Wind und wie der so aussieht. Vielleicht werde ich das morgen mal filmen. Ups, ich komme gerade von draußen. Ja, der Sturm ist da, aber wir halten die Stellung, weil dann ist auch kein Mensch hier. Und viele Wohnmobile haben auch den Platz verlassen, weil die irgendwie schissig sind, keine Ahnung. Also das bisschen Wackeln, was hier passiert, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Letzte Mal war extremer und lassen wir uns gut gehen. Hauptsache Wind ist da und wir brauchen keine Ventilatoren anmachen und so weiter. Perfekt für uns.